Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW Folge 51. Ich bin, wie ihr seht, wieder in Beutebucht. Ich habe ihm gerade was zu essen gekauft und das hält viel besser. So, hier das. Dieser Streifengelbschwanz. Und er ist direkt grün. Sprich, ganz zufrieden. Das ist super. Und er ist immer noch rebellisch. So, dann können wir nämlich weiter auf Jagd gehen. Und ich bin falsch abgebogen. Fand er wohl auch. Zack, 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 zack. Und den konnte ich nämlich jetzt auch in eine Leiste ziehen, was etwas besser ist, damit man den dann direkt verfüttern kann. So, dann können wir uns nämlich, der war ja wieder weg. Schnell direkt den Fisch hinterher werfen. Der hat bestimmt nachher Bauchweh. Fleisch, Fisch, so viel wie der isst. Erinnert mich ein bisschen an Tamagotchi oder so. Muss man ja auch mal füttern. Und fliegen. Ah, hier brauchen wir wenigstens kein Häufchen wegmachen. Ja, nur ein Ding, wa? Aber wer weiß, was die sich noch so einfallen lassen bei WoW. Können ja schon mal in der Reihen sammeln. Gucken, wer sich so schlägt. Auf jeden Fall denken kann er. Riskieren mit mehreren, also mehrere, Gorillas angreifen würde ich noch nicht. Weiß nicht, wer sich da so schlägt. Aber eigentlich müsste das gar kein Problem sein. Weil der ist ja jetzt 38. Theoretisch. Aber wir wollen ja nichts riskieren. Den Namen lassen wir auch erstmal. Jetzt machen wir mal hier wieder Metzeleien, Metzeleien. Bin sehr gespannt, wie das alles, wie man es ja weiß. Aber mal gucken, ich wollte nämlich, wie das ist, wenn der jetzt gleich Level Up hat. Level Up hat. Mensch. Und der dann auch eine Stufe von Ding hier, von, sag schnell. Heute habe ich es nicht mit der Sprache, mit der Treuestufe steigt. Oder ob das unabhängig von Level, oh, scheiße, ist. Jetzt muss ich das zeigen, was er kann. Ich da ordentlich aufs Maul. Ich konnte ihn ja ein bisschen heilen. Ist gerade sehr spannend. Mal heilen. Mal geschafft. Theoretisch müsste es damit gewesen sein. Nein, noch nicht. Immer noch rebellisch. Das heißt, hier beim nächsten müssten wir
war nicht ganz halb hoch, weil egal. So, einer gegen einer müsste gehen. Aber der hat auch mehr Leben als wir. Gut, ohne Skills jetzt, meine ich. Aber ich wollte noch mal gucken, ob so, jetzt hat er Level Up. Ne, ist immer noch überleg, okay. Hat damit nichts zu tun. Das wollte ich wissen. Kann ich ihm denn jetzt schon was beibringen? Nein, er hat immer noch 0 Ausbildungspunkte. Nur halt, sprich nur, das Knurren konnte ich ihm beibringen. Die Funktion auch. Funktion haben auch schon 5. Passt, passt. Sehr gut. Jetzt ist er zwar zufrieden, aber wieder am Blinkeln. Heißt, wenn wir den haben, können wir ihm noch mal was zu essen geben. Gut gemacht. Es gab damals auch ein Add-on, das hatte einen, doch ein Gildenkollege quasi. Da stand dann immer, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, bla bla bla, Tetschelt, Katze, beziehungsweise den Petnamen von ihm, aber ich weiß nicht mehr, wie das Pet hieß. Das war auch lustig, das Add-on. Aber ich habe nie gefragt, wie das Addon heißt. Weil zu dem Zeitpunkt habe ich ja auch kein Jäger gespielt. Also interessierte mich das auch nicht besonders. Oder er hatte ein Makro, das kann sein. Probier mal was. Weil ich weiß, wenn man zum Beispiel die Succubus küsst, dann kommen kleine Herzchen. Ich weiß nicht, ob das irgendwann reingepatcht worden ist oder so. Muss ich mal probieren mit meiner Hexe, wenn die irgendwann den Succubus hat. Da ich manchmal etwas levelfaul bin, könnte das was dauern. Ich habe das Gefühl, der ist noch etwas langsamer als unser Krebs. Oder das kommt mir nur so vor, weil ich jetzt gerade so viel drauf achte. Das könnte sein. Das könnte gut sein. Umbenennen, zurücklassen. Zurücklassen ist, glaube ich, verlässt ihn in der Wildnis zurück, wenn ein Jagd einmal vergeben wurde, kann der Spieler dessen Gesellschaft nie mehr wieder. Okay. Zurücklassen ist also quasi böse gesagt, weggeschmissen. Und ich habe gesehen, man kann sich insgesamt 3 Begleiter holen. Allerdings kann man nicht, oder geht es noch nicht, dass man die alle in die Leiste machen kann und dann unterschiedliche rufen kann. Bei dem neuen, also beim aktuellen geht das ja. Da kann man mehrere in die Leiste ziehen. Und dann zwischen, ich glaube, 6 oder 7 oder sogar 10 immer wieder wechseln. Je nachdem welche, auch wegen der Skillung. Wenn man zum Beispiel irgendwas hat, wo man dann Beastmaster Skillung für braucht oder so. Da habe ich mich erschrocken. Blöde Tiger, Panther. Wenn man damit eigentlich gar nicht rechnet.
Mensch. Mann, Mann, Mann. Ich habe gerade zuerst gelesen, türkische Klaue. Ich glaube, das war falsch. Okay, ist jetzt schon ein bisschen länger, habe ich das Gefühl. Aber der Schein kann trügen. So. Fisch an Kopf schon. Ich hätte direkt mehr Fisch kaufen sollen. Nun gut, ich habe jetzt auch, falls es hart auf hart kommt, noch ein bisschen Tigerfleisch. Eins. Ein Brot will er ja nie essen. Ich meine, es gibt auch spezielles Bufffood für Tiere. Und ich weiß, bei NBC kann man seine Tiere auch noch mitbuffen. Die Seelenstärke und sowas. Das geht. Acht blaue singende Kristalle. Oh, ich dachte, hier ist mit den Panthern. Oder das ist alles nah beieinander. Oh, das kann sein. Ja, hier ist das mit dem Panther, meine ich doch, war nämlich vom letzten Mal auch so auf der anderen Seite und eben wurde es hier vorne irgendwo angezeigt. Na gut, ist drum. Den Ledern. Ja, die sind auch fies versteckt. Fiese Möppen hier stecken sie alle. Können, das wäre cool. Dann würde ich das besser sehen. Aber das geht leider nur im Schlachtzug. Also im PC geht es im Schlachtzug. Und wer Lead hat? Ich glaube, in der Gruppe geht es auch. Und es gibt auch noch keine Marks. Man kann ja, mittlerweile kann man so Punkte setzen, die dann verleuchten. Aber es gibt nur quasi, ja, Zeichen setzen. Aber was ich lustig finde, von Server zu Server sind die ein bisschen alle unterschiedlich verteilt. Ich weiß, damals bei uns war Totenkopf war erstes Ziel, Kreuz zweites, dann das Dreieck war drittes Ziel, meistens der Mond und der Diamant ist war CC. War damals bei uns so. Und das meiste, was ich gesehen hatte, auch auf verschiedenen Servern, war halt Totenkopf erstes, Kreuz zweites. Und danach wurde alles Mögliche. Dann haben viele das den Rest aufgeteilt in CCs. Das Dreieck, das Grün, war dann für den Jäger, der Mond oder der Stern. Der Stern, glaube ich, war gelb. War für den Schurken, Diamant für Hexenmeister. Und dann gab es noch irgendwas, glaube ich. Oder, weiß nicht mehr. Und eins hatte der Schattenpriester oder der Priester bekommen zum Scheckeln. Das kam auf die Gegner an, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall so ungefähr war das.
was ich so erlebt habe. Aber er steigt noch nicht. Da haben wir uns auch wieder Arbeit aufgebürdet. Was soll's? Was soll's? So. Hier haben wir zufrieden. Oh, jetzt haben wir die Tasche voll. So ein Schrott. Oh. Nichts Tolles. Oh, verdammte Tat. Aber der hat zum Glück nur 1000 Leben. Huhu. Ich habe keinen Magen-Trank dabei. Mach ich erstmal Auto. Oh, hoffentlich stirbt er nicht. Das wäre jetzt schlecht. Glaube ich. Aber ich glaube, das Ding hier, der stirbt zuerst, genau. Ah, hier gab es die coole Formel hier. Bergbau kann man sich dann verzaubern auf die Handschuhe. Kann man, hat man mehr Punkte im Bergbau. Ja, gab schon ausgefuchste Sachen hier. Und mittlerweile ist das ja egal, da kann man überall alles abbauen. Da kriegt man zwar so um hier als Klüppchen, die man dann zusammensetzen muss. Ich glaube aber 5 Stück für eins oder so. Aber was elendig ist, wenn man dann so farmen ist und gar nicht so auf die Zeit achtet und farmt, irgendwann hast du dann gefühlte Millionen Erdstückchen und dann musst du die alle einzeln anklicken zum Zusammenfügen immer. Das ist ätzend. Oder 10 zusammen? Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Fühlt mir alles so lange her. Ja, aber gut. Oh, 42 ist der, der 41. Kriegt die Katze wieder doll aufs Maul. Okay, das sah aus, als wenn der so im Nachhinein verbuggt ist. Was ich auch cool finde, beim neuen, dass man, wenn man zum Händler geht, direkt alles angezeigt bekommt mit so einem kleinen Verkaufszeichen, also mit so einem kleinen Goldzeichen oder so ist das, glaube ich, was man alles verkaufen kann, ohne drüber nachzudenken. Und bei Star Wars ist das so, dass man einen Knopf hat, wo man direkt alle grauen Gegenstände quasi verkaufen kann. Da gab es auch ein Add-on für damals. Und damals ist gut. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Der hat das auch gemacht. Du bist jetzt zum Händler gegangen, der hat dann alles verkauft, was du nicht brauchst. Allerdings fand ich manchmal, weil ich bin hier so ein Itemist, etwas fragwürdig. Aha. Ist halt noch nicht eine Minute. 10 Sekunden. Ich dachte halt eine Minute. Ich habe im Kopf eine Minute, dass das halt. Naja.
So lernt man nicht aus, so lernt man nie aus. Oder das ist, kommt nachher, das steigt mit dem Rang von der Eisfalle. So. Passend zum Folgenende sind wir dann Level 40 geworden. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Machen einfach hier weiter mit unserem spannenden Projekt Die Katze. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.